herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Minecraft die Burg. So, wir hatten letztes Mal hier eigentlich die Räumlichkeiten soweit festgelegt. Jetzt werden wir gleich mal gucken, dass wir hier ein paar Drawer reinkriegen, damit wir Lagerplatz für die ganzen Metalle und Edelressourcen kriegen. Vorher nehmen wir natürlich noch hier das Zeug mit. Ja, und wieder kein Platz. Ey, das ist das, was mich am meisten nervt. So. Aber ich glaube, ich werde erstmal schlafen gehen. Da ist ein Enderman. Vielleicht holen wir uns den noch. Jo, er kommt. Stellt euch einfach immer in zwei hohes Ding rein. Da kann er euch nicht kriegen. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. So, ich hatte mich ja letztes Mal entschieden. Kann man gucken, ob hier noch einer ist. Nee, dass ich kein zweites Stockwerk oben drauf setze. Ich werde da einfach dann direkt instant ein Dach drauf machen. Allerdings müssen wir damit noch ein bisschen warten, bis wir nämlich im Nether waren. Weil ich würde da gerne so Nether Bricks irgendwie benutzen für das Dach. So. So viel dazu. So, und dann müssen wir jetzt nach dem Boden gucken. Und wir brauchen natürlich noch einen Haufen Holz. So, ich mache mal gerade das alles weg hier, ey. Viel zu viel Kram wieder in den Taschen. Achso, ne, warte, die wollte ich haben. Was haben wir hier noch drin? Auch Krimskrams. Wäsch damit. So. Hier vielleicht noch irgendwas. In Holz haben wir ja noch einiges, aber das wird bei Weitem nicht reichen. Draw. Basic Draw. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir dafür genau brauchen. Stöckchen, Kisten und Dings da. 8 Stacks. Und die kann man ja dann, glaube ich, nochmal upgraden. Okay, die kann man verschiedene Farben geben. Das ist nice. Achso, hier mit Birkenholz. Birke haben wir aber nicht. Dann muss ich mal ein bisschen Birke holen. Und die Frage, wo wir hier Birke haben. Ich glaube, da hinten war das. Warte, ich mache mal kurz den Boden noch hier fertig. Ja, nicht, dass wir wieder drei Baustellen auf einmal haben. Zumindest das, was wir können, weil so viel Andesit haben wir sowieso nicht. Diorit. Ist das der gleiche? Ich hoffe mal. Okay. Nichts mehr da. So, dann gucken wir mal. Glück gehabt. So. Ich glaube nämlich aus Birke sehen die ganz cool aus. Hier müssen wir auch mal ein paar Modifier draufhauen. Bisschen Redstone. Denkt dran, die Folgen sind alle uncut. Das heißt, es wird einfach nacheinander alle Folgen aufgenommen, ohne dass ich zwischendrin die Aufnahme unterbreche. Deshalb kann es sein, dass die ein oder andere Aufnahme eben
ohne Unterbrechung ist, also ohne Anmoderation. Cherrywood, okay. Das brauchen wir auch noch. Wir brauchen auch noch ein Holz, einen Schuppen natürlich, der dann unsere ganz verschiedenen Hölzer beherbergt. Aber jetzt mal hier erstmal ein bisschen Holz. Kirschen haben wir auch gekriegt, das ist schön. Also wir haben jetzt inzwischen schon ein paar Bauprojekte am Laufen, beziehungsweise geplant, sagen wir mal so. Unter anderem ja das Haus für das Essen unten. Wobei ich irgendwie vermute, dass das viel zu klein sein wird. Aber das wird man dann auch sehen. Wenn es zu klein ist, müssen wir halt noch ein bisschen erweitern. Aber wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir das Haus oben fertig kriegen für die Erze. Und zwar mit was ist das? Pomegranate? Haselnuss. Mit den Drawn fertig kriegen, ja. Ich will das komplett safe ready haben. Kann man daraus? Haselnuss. Haselnuss-Sapling. Haselnuss-Sapling. Ein Birch und drei Ding. Nice, da werden wir uns einige Walnuss auch noch. Nice. Also da kannst du glauben, da werden wir uns ein paar Fruchtbäume machen. Kommen dann unten vor die Treppe, wo es hochgeht. Da kann ich mir das gut vorstellen. Ich nehme alle Setzlinge mit, weil vielleicht brauchen wir da noch welche. Vielleicht können wir die gebrauchen. Wie viel haben wir denn schon? Noch nicht so viel eigentlich. Auch wenn wir schon einen Haufen abgekloppt haben. Was braucht man denn für die große Axt? Was ist denn das? Rubberwood, nice one. Weil irgendwann müssen wir auch in die Technik einsteigen. Aber dann instant mit Ender Chest und weiß was ich was für ein Schnickschnack. Gerade gedacht, warum sammle ich denn nicht auf? Oh, ich habe Hunger. Chestnut. Ich esse aber das Fleisch, weil die anderen Sachen von den Bäumen, die brauchen wir ja noch. Wenn wir die Bäume reproduzieren wollen, brauchen wir ja die Früchte davon. Wieder ein Haufen Bienen unterwegs hier, ey. Aber ich glaube, es sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht finde ich auf dem Rückweg noch irgendwo Diorit, wo man Stack absnacken können. Wäre Opti.
Ups. Hups, aus Versehen ist da was passiert. Bin ich jetzt etwa voll? Ajo. Hallo, bleib da. Bleibst du da? Doofes Ding. So, warte mal, da ist noch eins. Essen kann man ja nie genug haben, gell? Aber ich mache ja noch ein paar Bäume platt. Oh, da sehe ich wieder was Schönes. Aber ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Egal, kriegt man schon noch irgendwie hin. Und wenn wir den Dinger wegschmeißen, den einen Pfeil, den ich da im Inventar habe. Gut, also dann hauen wir den Pfeil mal weg. Ne, warte mal, noch müssen wir nichts weghauen. So. Für jeden gefällten Baum pflanze ich einen neuen. Ne, ich glaube, das kriege ich nicht hin. So, die da will ich noch wegmachen. Haben hier sogar schon eine ordentliche Fläche gerodet, ey. Okay. Scheiße hier. Hä, warum geht es schon wieder? Schon wieder nur die Hälfte eingesammelt oder was? Den muss ich eigentlich auch mitnehmen, gell? Hat er jetzt einen Setzling gekriegt? Sieht nicht so aus. Egal. Creeper. Spider. Nein. Da ist noch so ein Busch. Dum, 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 dum. So. Natürlich ist dieser Weg hier auch nicht safe, ja? Kann immer mal ein Zombie irgendwo stehen. So wie hier, da steht gleich ein Creeper. Arschloch. Das musste ja jetzt noch sein, gell? Darauf hast du die ganze Zeit gewartet. Arschkipf.